Hallo Leute, willkommen beim 250 Abonnenten Special und erstmal vielen Dank für eure Unterstützung. Heute schauen wir uns alle vier Titanen aus Zelda Breath of the Wild an und vergleichen sie mit ihren Nachbauten aus Mario Maker. Dabei schauen wir uns an, wie man in sie hineinkommt, wie hier bei Waruta, die Kontrollsiegel und die Bosse. Viel Spaß dabei! Okay, hier werden wir erstmal mit einer Feuerblume belohnt. Und diese Skelettachterbahn soll scheinbar Sidon der Wasserverdichtung. Ah, das ist cool gelöst. Also da muss man ab den Bob mit der Feuerblume angreifen, also schießen, damit er die On-Off-Switches aktiviert. Das finde ich echt cool. Da könnte ich mir mal vorstellen, so ein ganzes Minispiel davon zu spielen. So, und hier ist erstmal die erste Schlüsselcoin. Da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. Das war das, wo man das hier so hochziehen musste, um dann hier ranzukommen. Und hier wird dann wahrscheinlich das finale Kontrollsiegel mit dem Boss sein. Und hier ist auch das, wo man eigentlich mit dem Kryo-Modul die Wand hochheben musste, um zur Karte zu kommen. Ziemlich cool. Jetzt kommen wir in der genau gleichen Welt wieder. Nur, dass da oben die Zahnräder, riesigen Zahnräder sind. So, jetzt muss man sich hier drehen. Hier musste man ja das Wasser ablassen, um dann ans Kontrollsiegel zu kommen. Hier ja auch. Also hier muss man das Wasser ablassen. Und hier oben kriegen wir einen P-Switch. Und hier ist auch das ganz große Zahnrad. Und wie man sieht, ist da in der Mitte eine Schlüsselcoin. Da werden wir wahrscheinlich den P-Switch brauchen, indem wir einfach den Block damit verschwinden lassen und da rankommen. Hier musste man ja diese Kugel versuchen reinzubekommen. So, dann wird der P-Switch wahrscheinlich das Stasi Modul sein. Erst mal noch an. So, und hier geht es dann wahrscheinlich das. Ja, das wird der Rüssel sein. Cool, wir kriegen hier sogar ein Tanuki. Ja, das wäre mal lustig, Link zu sehen in einem Tanuki-Auftritt. Haha. So, dann fliegen wir hoch. Das ist ja der Rüssel. Das hier ist ja noch nach unten. Dann musste man ihn ja nach oben lenken. Hier oben war ja auch das Kontrollsiegel drauf. So, dann aktivieren wir das auch mal. So. Und dann wird ja nur noch eins fehlen und das wird das mit dem Feuer. Ja, hier sieht man schon, dass es reingeht. Und dann werde ich da auch gleich mal reingehen. Also das wird auf jeden Fall das mit dem Feuer gewesen sein. Und hier kriegt man auch Pilze, also... Eigentlich wollte ich gerade sagen, sollte ich mich hier nicht treffen lassen. Ah, so ein Mist, aber auch, dass ich mich gleich zweimal treffen lasse. Zum Glück war ich nicht ganz klein oder normal groß. So. Also hier kann man alle Kontrollsiegel sehr gut kennen. Dann kann man hier runter springen. Ja, und dann sind wir wieder hier. Zum Glück hatte ich noch ein Leben. Und dann wird es... Nein. Ach so, stimmt. Das waren ja hier irgendwie so zwei Welten. Dann werden wir das hier beim anderen aktivieren. Hier können wir einfach auf die Plattform und dann... Oh. Ja. Vielleicht uns nicht von dem Piranha treffen lassen. Und dann sind wir hier schon da, wo der finale Boss kommt. Hier kriegen wir erstmal einen Checkpoint, weil wenn man da stirbt, wäre ja ziemlich ärgerlich. So, ich weiß noch genau, da musste man hier auch noch diese... Da musste man hier was zerstören, um ihn dann anzugreifen. Seine Eisblöcke und dann einfach mit Pfeilen und Schwert anzugreifen. So, hier sehe ich ein Hot-Ed und ein Bob-Om, der dann explodieren wird und uns dann den Schlüssel gibt. Ja, hier ist eigentlich nur bei den Eisblöcken die Gefahr, dass sie uns entweder runterschieben oder wir zerquetscht werden. Aber wir haben es geschafft. Uiuiui, das hat er auf jeden Fall sehr gut gebaut. Also
ziemlich gut umgesetzt. Und jetzt sind wir hier nochmal eine kleine Mifa. Also echt cooler Titan, muss man sagen. Dann werden wir jetzt mit dem nächsten Titan weitermachen. So, jetzt hier bei Varudania mussten wir ja Jumbo auf den Titan fahren mit den Kanonen und nicht von den Drohnen gesehen werden. Das wird hoffentlich hier auch so umgesetzt werden. Auf jeden Fall erstmal wieder eine Feuerblume und ich denke, dass der Monty Malwurf da Jumbo darstellen soll. Da müssen wir hier auf die Notenblöcke, das sollen dann wahrscheinlich auch die Geschosse sein, also um dann ihm den Weg wieder frei zu machen. Und das hier sollten dann wahrscheinlich die Drohnen sein. So, dann lassen wir den mal hier hochhüpfen, damit er uns den Schlüssel gibt, indem er auf den Notenblock hüpft. So, das ist wieder cool umgesetzt. Und hier kriegen wir am Anfang wieder einen Tanuki. So, jetzt sind wir hier auf seinem Rücken, kriegen erstmal einen Checkpoint-Flagge. So, dann geht's hier unten noch rein. Hier gibt's ein B-Switch. Den werden wir bestimmt hier auch gleich brauchen. Jupp, da um die Blöcke zu kommen. Und das hier ist wahrscheinlich eine große Stahltür, die man öffnen musste, um dann an das Kontrollsiegel zu kommen. So, dann machen wir jetzt erstmal hier die Piranha-Pflanze weg. Wir haben sie beseitigt. So, der P-Switch, der macht uns den Weg frei. Oh, Kacke. Wir wurden einmal getroffen. Wo ich gerade sagen wollte, nicht von den Piranha-Pflanzen treffen müssen. Und hier werden wir auch fast in das Becken geflogen. Uiuiui. So. Können wir rein und jetzt sehen wir schon diese Kugelbahn. So, jetzt sind wir hier oben. Dann wird es hier wieder reingehen. Also, den Ort genau kann ich mich nicht dran erinnern, aber er wird wahrscheinlich nur so dafür da sein, um schneller und wohin zu kommen. So, und hier ist das, wo man, das Kontrollsiegel, wo man das umdrehen musste, dann hier auch den Schleim beseitigen musste, damit man ans Kontrollsiegel kann. So, sind dann unsichtbare Blöcke ganz gut gelöst, damit man auch wieder raufkommt. So, und hier ist ja diese Kugelbahn, die ich auch sehr cool fand, getan. So, da sind Blöcke, also müssen wir den P-Switch aktivieren und den da oben reinwerfen, den Käferpanzer. Damit haben wir schon das nächste Kontrollsiegel. So. Die Kugelbahn ist auf jeden Fall sehr cool. Dann kommt hier. Das ist das Kontrollsiegel, wo man die Feuerkugel braucht, also die Metallkugel brauchte, um am Feuer vorbeizukommen, die man da so richtig hinschieben musste, das dann hindrehen musste, um ins Kontrollsiegel hineinzukommen. Und jetzt wird eigentlich nur noch die oben auf seinem Rücken drauf war, auf seinem, ja, wie soll ich das jetzt nennen? Kamm, sage ich einfach mal. So, da können wir auch die Piranha-Pflanzen beseitigen. So. Und dann sollten wir jetzt hier auch schon alle Kontrollsiegel in diesem Titan gemacht haben. So, jetzt gibt es hier wieder einen Checkpoint. Hier mussten wir ihn wieder einfach anschwächen und am Ende mit Bomben angreifen. Gespannt, wie er es hier gelöst hat. Ah, hier müssen wir sich vom Feuer treffen lassen. Wir müssen die Bomben hier reinwerfen, um die Blöcke zu zerstören und am Ende den Stachli. Ja, das ist echt richtig cool. So, das haben wir erfolgreich gemeistert. Der Stachli ist besiegt, alle Blöcke sind weg. Dann haben wir auch diesen Titanen besättigt. Besiegt, so gesagt, und jetzt beim natürlich ein kleinen Daruk zu Gesicht bekommen, der aber auch echt cool aussieht. So.
Dann werden wir mal hier die Axt umwerfen, um ins nächste Level zu kommen. Das wird dann wahrscheinlich, also das wird dann Warmedo sein. Spannvieh, der hier umgesetzt wurde, vor allem der Anfang. Da mussten wir ja mit dem Bombenpfeil auf seine Geschosse schießen, damit sein Schutzschild verschwindet. So, wie ist es hier gemacht? Also, ich glaube, die Wolke... Ups. Die Wolke wird tierbar sein. So, jetzt kommen wir nicht mehr ran. Mit die Bomben... Ups, natürlich die Bombenpfeile. Und dann müssen wir die Blöcke da wegsprengen, um den On-Off-Switch zu aktivieren oder zu deaktivieren, damit sein Schild weg ist und wir rein können. So, beim Bob-Oms natürlich dürfen wir jetzt nicht selber treffen lassen, aber ja, wir sind reingekommen. Oh, da unten ist auch noch meine rote Röhre, vielleicht wird irgendwann noch eine Rolle. So, hier auf Block drücken. Und jetzt sind wir drinnen. So, hier ist dieser Mittel-Hub, würde ich jetzt mal nennen. Da dieser Luftaufzug, der war ja da auch, wo man sich reinstellen musste. Dann hochgewählt wird hier ja ganz oben auf dem Rücken und dann einmal in die untere Etage. So, wo sich eigentlich das meiste abfüllen wird. Da sehe ich schon mal hier zwei Röhren. Dann gehen wir schon mal in die erste rein. Und da ist schon die erste rote Münze. Das war der Ort, wo wir oben reinfliegen müssten, wo diese, dieser Schleim war. Das erste Kontrollsiegel. Und das war, glaube ich, das, wo man unten reinfliegen konnte. Ganz unten am Titan war dann auch noch mal so ein Kontrollsiegel. So, und dann kommen wir hier wieder in einen normalen Bereich. Ja, also hier müssten wir hoch. Da war ja auch, glaube ich, das wird auch, glaube ich, hier gekippt sein. Ah, das wird dann auch wahrscheinlich das sein, wo man mit Bomben den Weg aufsprengen musste. Also da hinten aufsprengen musste und man eigentlich nur diese Bombenkugelbahn gebracht hat. Und da dann so eine Eisenkugel kam. So, das finde ich auch ganz gut umgesetzt. Jetzt vielleicht nicht so wie bei Varudania diese Bahn. Hätte man es natürlich auch machen können, aber fände ich ja eher schwieriger, weil das wäre ja dann keine Bombe, die einem den Weg freispringt. Also doch eigentlich ganz gut umgesetzt. So, hier gibt es einmal, hier sieht man schon, da sieht man schon das Kontrollsiegel. Würde ich mal auf diese Plattform stellen und nicht runterfallen. Und dann sind wir hier. Das nächste Kontrollsiegel. Da bin ich mir auch relativ sicher. Das war ja dieses, wo man mit dem Gleitgondelzug hier reinfahren konnte und dann zu aktivieren. Ja. Ups. Na, das war scheinbar falsch. Aber wir können ja wieder zurück. Und dann hier gleich in die nächste Ebene hier oben gehen. Da. So. Ah, okay. Hier sind zwei Peace Bridges. Und da ist die eine Piranha-Pflanze. Hier wieder so einen Block. Dann einfach hier rausspringen, damit die Kugel-Willi-Kanonen die P-Switches aktivieren. Da musste man ja mit dem Wind arbeiten, dass die Kanone auf, also nicht die Kanone, sondern, naja, wisst schon, dieser riesige Hammer auf den Button-Knopf kommt, um auch da das freizustellen, um auch da den Kontrollsiegel freizumachen. So, ups, da wollte ich jetzt eigentlich nicht runter. Ich warte jetzt noch mal, bis ich einen Tanuki bekomme. Kam ja relativ schnell, das sind ja rote Röhren, da kommt es ja am schnellsten wieder raus.
dann können wir auf zum Boss. Hier war es ja so eigentlich, dass man den Boss eigentlich nur normal abschießen musste. Und am besten halt in der Luft. Der hatte ja danach noch seine Drohnen. Ich bin gespannt, wie das hier ist. Also hier schießt er auf jeden Fall rote Kugelwillis. Und es scheint mir, wie ich sehe, dass man einfach warten muss. Und da wird wahrscheinlich, ja, also doch, man hat es gesehen. Ja, ist eine Plattform, die kommt, damit wir in die Tür kommen. Weil man braucht immer an den Boden, um in die Tür zu kommen. So, und hier sind wir dann ein Revali-Kopf. Da hat er ihn auf jeden Fall gut getroffen. Ah, wir konnten. Puh. Ah, als kleiner Mario ist es schwerer, an die Zehnermünzen da, also die Münzen da ranzukommen. Aber auch der Titan gut umgesetzt. An Aboris erinnern wir uns, mussten wir mit Bombenpfeile seine Füße abschießen, damit er umfällt. So, wie ist das hier gemacht? Also wir kriegen auf jeden Fall mal einen Stern und hier müssen wir auf. Ah, wir müssen auf diese Kutsche. Und hier kriegen wir einen neuen Stern, dass wir sollen halt auf den Stacheln laufen. Und wenn. Also das wird dann wahrscheinlich, der Stern wird so der Donnerhelm sein und wenn wir rauskommen, werden wir halt getroffen. Und das werden dann wahrscheinlich die Bombenpfeile sein, die uns die Füße wegsprengen. Und dann kommen wir auch hier hoch. Das ist auf jeden Fall gut umgesetzt. So, ich sehe da eine 30er-Coin. Wie soll man da bitte da rankommen? Das wird wahrscheinlich eine Möglichkeit geben. Okay. Also hier ist nochmal eine 10er-Coin. So, und hier geht's dann hoch an diesen unteren Bereich, der da unten an Banaboris dran gebunden war. Da kann ich mich auf jeden Fall auch noch gut erinnern. So, hier ist eine Tür. Die führt einen zu so einem Bereich mit Bomben. Ach, das wird der Außenbereich sein von Banaboris, wo man dann rausgehen musste, um einen Weg ins Innere frei zu sprengen und dann in dieses kleine Räumchen hier kam, was ja nur von außen so betretbar war, wo man das musste man ja hier erstmal umlenken, dann kann man hier rein. Ja, das ist cool. Das ist cool gelöst. So, dann gehen wir erstmal wieder zurück. So, die Bombe brauchen wir jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Also, hoffe ich. Und dann geht es hier, ja, dann geht es hier auch in eine Röhre rein, wenn ich mal die Plattform treffen würde. Ja, hier ist das, wo das also hier ist der Ort, wo das umgedreht ist hier alles. Und hier ist dann auch schon ein relativ einfaches Kontrollsiegel, was da oben an Banaboris dran hing, wo man ja zuerst gar nicht so einfach in. Oh. Ja, hier ist noch Bonus, aber ich kann mich ja den Bereich erinnern, wo solche stacheligen Dinger waren, irgendwie, wo man nicht getroffen werden konnten, musste, das war ja auch nur so ein Bonus. Was ein Mist? Nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, aber nicht so schlimm. Ich gehe einfach wieder hier hin, dann hier hoch, weil es war dann, der Falschbereich. Ja, wieso passiert mir das? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, das war ja der Bereich, wo man auch hier oben auf. Oh nein, wieso ist mir das eigentlich passiert? Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. So. Also hier oben ist ja wahrscheinlich der Bereich, wo man dann auch oben ja, rein konnte. Und dann mit diesen zwei Kugeln das aufsperren konnte. So, der aufsperren konnte das Tor, um an ein Kontrollsiegel zu kommen. Also hier ist schon mal das erste Kontrollsiegel, was hier ja auch am Fahrstuhl war. So, und dann konnte man auf der, so hat man hier einen Powerblock bekommen. Hier ist der erste, also eigentlich der zweite, aber
Ja, habe ich gerade irgendwie verpeilt. Sondern wenn braucht man hier beide, um ja die Reihe von Mannschaften wegzusprengen. Eine Reihe haben wir ja schon gesprengt. Nicht gesprengt. So, hier mit dem Power Block. Nein, ist das möglich? Oh, ja, das war cool. Das war cool. Irgendwie ist dieser Titan da, Titan ist Unglück. Ja, hier hatte man beide die beide Energiekugeln reingelegt, um dann an das Kontrollsiegel zu kommen. Auch gut umgesetzt. So. Und dann geht's hier hoch. Und das war dann wahrscheinlich auch das, wo man das da so umstellen konnte, dass man hinten mit dem Fahrstuhl ganz oben raufkam. Und dann im Inneren das Kontrollsiegel aktivieren konnte. So, alle Kontrollsiegel aktiviert und das war dann auch der letzte Titan. Dann werde ich mal gespannt sein, wie das hier beim Boss umgesetzt ist. Ach ja, übrigens, das wird, also die, falls ihr die Level aufspielen wollt, die sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Wieso? Ich glaube, das ist irgendwie gerade nicht so wirklich möglich, da reinzukommen. Also wenn es groß ist oder schwerer. Deshalb mache ich mich einfach klein. Man kriegt ja da eh immer so ein Power-Up. Also war bei den letzten Titanen zumindest so. Ja. Jetzt aber. So, jetzt sind wir wieder in so einem kleinen Ausruhraum. Und hier kriegt mir natürlich eine Feuerblume. Juhu. Also hier musste man ja die Stahldinger über ihm halten, damit er von seinen eigenen Blitzen getroffen wird, sonst einfach auch nur angreifen. Er war natürlich der schnellste Flug. So, hier müssen wir erstmal warten. Hier werden wir auf jeden Fall erstmal mit Kugelwillis beschossen. Okay. So, jetzt können wir angreifen. So, dann springen wir hier auf und dann werden die Kanonen weggeschoben. Da hier die erste, die zweite und jetzt auch die letzte Kanone weggeschoben. So, und jetzt wird da oben scheinbar irgendwas passieren, dass der Notenblock gedrückt wird. So, und dann ist er auch besiegt. Und damit haben wir alle Titanen besiegt. Alle Titanen Mario Maker. Alles, ich fand bisher alle, die waren echt gut umgesetzt. Fand ich echt cool. Dann werde ich mich nochmal bedanken für die 250 Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass es so schnell klappt. Und ich hoffe, euch hat der Vergleich gefallen. Bis zu einem nächsten Video. Tschüss. Euer Paul.